Hallo und ein herzliches Willkommen zu Die Sims 4 Demo. Erstelle einen Sim. Ja, ich hatte die ganze Zeit vor, dass ich das mal mache. Erstmal mache ich hier die Musik leiser oder aus. Angenehmer. Ich mag das nicht, wenn das so laut ist. So, ich habe mir überlegt, dass wir eine ganz bestimmte Sims-WG machen. Dann werde ich sagen, bis gleich, Leute. Ja. Letisa Wallake. Hier haben wir schon mal diesen Erstellungsmodus. Viele, die bei den anderen Gameplays schon geschaut haben, wissen jetzt schon so ungefähr, wie es geht mit den Ziehen. So, und ich habe mir schon gedacht, wir machen die Starlake Show WG, die aus meiner Sims 3 Seite zur Verfügung gestellt hatte. Und zwar machen wir jetzt mal... Ah. Hannah. Ja, es ist Smith, glaube ich. So. Lampima Ruskin. Und dann machen wir eher so. Den Rest stellen wir, glaube ich, später ein. Versuchen wir erstmal ihre Haarfarbe zu machen. Ich nehme mal dieses Blond. Die hat ja gerne Zopf getragen. Hier können wir natürlich auf kurz, mittel oder lang einordnen. Finde ich ganz cool. Ja, das Gesicht machen wir noch. Mitte, nee, ich glaube, nee, die hat eher lange Haare gehabt. Es ist ja, wie gesagt, noch die Demo-Version. Nee, die Frisur, die kriegt Manuela. Ich würde eher sagen, sie kriegt die. Gut, wir können sie auch noch ändern, dass sie zum Beispiel keinen Zopf trägt. Ja. Augenbrauen würde ich so eher lassen. Nee, so ist ganz okay. Natürlich können wir noch näher ran und können wir das viel besser noch einstellen. Man kann richtig einstellen. Jetzt habe ich die Nase versaut. Ist hier nicht. Bäh.
Die Nasen gefallen mir irgendwie nicht. So. Lassen wir mal so. Wir können ja alles einstellen per Mausklick. Oh mein Gott. Kommt ein bisschen hin, ne? Die Lippen würde ich so lassen, die passen. Hey, komm. So viel. Sogar die Kopfgröße kann man hier ändern. Uah. Natürlich sieht sie jetzt ein bisschen anders aus als geplant, aber ich habe mich davor schon ein bisschen durchgefuchst. Ja, doch, so können wir sie lassen. Die Augen können wir auch, glaube ich. Ne, ich glaube, wir lassen das so. Augenfarbe. Ach komm, lassen wir auch mal so schminken. War hier. So, out. Ach, hier können wir auch noch nach Outfits die Schminke halt anders machen. Kennen wir auch aus Sims 3 auch schon. Also ein bisschen. Ja, so sieht's gut aus. Eyeliner, Wange, Lippenstift. Haben sie so einen Glanzeffekt. Komm, lass mal so. Die Augen finde ich ein bisschen zu groß. Kann man das ein bisschen kleiner machen? Muss ich... Muss doch gehen. Ach Gott. Oh. Die Nase gefällt mir trotzdem immer noch nicht. Alte Schweinchen. Nein, wir machen das mal richtig. Ach, genau so macht man das, glaube ich. Oh, was habe ich mit der die Nase gemacht? Nein! Ich
Lassen wir mal so. Ich glaube, wir geben ihr einfach eine andere Frisur. Vielleicht kommen ja noch Frisuren dazu. Ich weiß es nicht. Es gibt doch andere Gesichtsformen, oder? Die Nase wollte ich haben. Eigentlich kann man das ein bisschen ändern, ne? Egal. Muss ich das komplett ändern? Die Nase ist schön jetzt. Die Augen. Lass mal so. Das Gesicht kann man auch so lassen. Ihr Mund nicht. Ja, wie ihr seht, kann man hier einfach nur ziehen und man hat dementsprechend auch das gerne haben. Also die Einstellung. Ach, die Musik. So, sorry, aber... Irgendwie... Das ist schon anders, ne? Als in Sims 3. Komm, mach mal die Haare hier weg. Glatze. Ist ja egal. Bisschen an ihrem Gesicht. Augen anders machen. Ah, also hier gibt es sogar... Oh Gott, hier gibt es so viele Einstellungen. Meine Güte, sogar hier kann auch ändern. Oh ja, das lasse ich, das ist schön. Nee, das ist falsch. Ach so. Edien. Nee. Machen das mal so. Das ist schön. Gesicht. Kopf kann man auch noch ein bisschen. Ja, Hals kann man auch. Dick oder dünn. Lassen wir mal dünn. So ist gut. Wir nehmen diese Farbe. Die hat ja blond gehabt.
Ihr Gesicht gefällt mir nicht. Machen wir mal. So. Jeep. Meine Güte, das ist echt so. Bisschen anstrengend. Es gibt auch andere Augenbrauen. Welche hatte ich denn? Die, ne? Keine Ahnung. Die war ganz okay. So, jetzt lassen wir das mit dem Gesicht. Kinn gefällt mir irgendwie nicht, ich weiß nicht. Oh, vorhin habe ich das besser hinbekommen, jetzt kriege ich das auf einmal nicht mehr hin, oder was? So. Kann ja sogar auch pinker Farbe gehen. Aber nein, dann ist es ja nicht mal Hannah. Ach komm, ich mache sie ganz hellblond. So viele Frisuren, die wir hier haben. Das könnte ein bisschen Hannah sein, aber ich weiß jetzt nicht. Ich lass mal die Frisur. Das Geile ist, bei Sims 3 konnte man die Hüte nicht richtig machen, sag ich mal. Da gab es immer andere Frisuren und jetzt können wir die Frisur nehmen, die wir haben wollen und mit oder ohne Hut. Das ist doch cool. Oh ja, komm, mit Hut, dann können wir hier. Hier haben wir sogar die Ohrringe. Aber die können wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Nee. Ketten haben wir ja auch. Die Ketten sehen ganz schön aus. Hm. Die sehen nicht mal so aufgemalt aus wie bei Sims 3. Das hat mich immer genervt. Oh, wir lassen ihr mal das. So. Körperbau können wir auch noch. So. Ach, Tattoo. Ach, hier, genau.
Wir haben auch verschiedene Tattoos, aber dazu kommen wir später. Erstmal will ich... Seht ihr das bei den Haaren? Wir müssen mal ganz genau hingucken hier. Ich mach mal das mal weg. Ist das nicht cool mit den Haaren? Ah. Ah. Oh Gott. Jetzt hat sie gar keine. Flachländer. Nein. Sie hat ja schon ihre Weite gehabt. Aber nicht zu groß. So. Die Arme können wir auch, aber wie ihr seht, nur begrenzt. Breite Schultern. Nee, seht ihr. Schmale. Können wir sie auch ganz dünn machen. Was ich ekelhaft finde, ist das hier. Einen Moment. I'll do. Huh. Also, das finde ich echt scheiße, dass die Entwickler sowas gemacht haben, dass man das so machen kann. Kein schönes Bild. Yeah. Huh. Das ist cool. Oh, oh cool. Nee, sie ist ja normal. I'll do. Huh. Das Coole ist, wir können jetzt auch die Hüfte einstellen. Und den Arsch. Ach komm, sie kriegt so einen Pamela-Arsch. So einen Knack-Arsch. Bup, 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 bup. Oh. Kannst auch ganz dick machen, aber das sieht scheiße aus. Ganz dünn wollte ich sie nicht. Und die Hüfte, so. Und die Füße können wir ja auch einstellen. Ganz kleine. Hanna hat ja kleine Füße. Wir können auch sogar den Bauch vorarbeiten. So. Aber das ist ja nicht unsere Hanna. So, ein bisschen Bauch kann sie ja haben. Ist ja die neue Generation. Hautfarbe können wir auch ändern. Ist ganz klar. Oh, das war aber eine... Wann die da? Das ist eine schöne Hautfarbe. Die nehmen wir. Und noch so vorgefertigte Körperteile. Grün können wir auch machen und blau. So, Tattoos. Hier haben wir verschiedene. Auf jede Seite kann man das wahrscheinlich auch. Nochmal das und das. Passt auch sogar sehr gut zusammen. Und die sehen nicht so kitschig aus. Finde ich. Es ist so, so realistisch, sag ich mal so, ne? Flügel. Ups. Hey. Tattoo. Ah, das sieht man jetzt nicht. Hier sind verschiedene Tattoos. Es ist ja die Demo-Version und kommen wahrscheinlich noch zu. Da kommt wahrscheinlich noch mehr Tattoos. Wie auch immer, vielleicht. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Nur, dass wir die Farbe hier nicht mehr einstellen. Doch, können wir hier. Ja, gut. Lassen wir mal so schwarz Flügel. Hier sind schon mal vorgefertigte Looks. Ah. Na? Aber ich will die jetzt hier nicht nehmen. So, gehen wir mal auf Tops. Hier, ja, verschiedene Sachen und Farben. Naja, mag ich überhaupt nicht.
Also hier sind schon schöne Sachen bei. Zwar nicht alles. Das ist klar. Aber es kommen wahrscheinlich noch mehr dazu. Ich weiß es nicht. Hier haben wir zum Beispiel ein T-Shirt mit verschiedenen Emblemen, wie auch immer. Das ist cool. Natürlich vermisse ich schon bei Sims 3 diesen Tool, was man das machen kann, also umändern kann. Vermisse ich schon ein wenig. Hier ist zum Beispiel ein Oberteil, das ziehe ich auch sehr gerne mal an. Wo ein bisschen schulterfrei ist. So ein habe ich auch. Ah. In der Farbe. Ah, die wollte ich. Das ist auch ein schönes Oberteil. Hihi. Oh ja, mal so viele Outfits, das ist mir auch schon aufgefallen. Meine Güte, da kann man ja Stunden verbringen. Ich will nicht zu lange verbringen. Na. Man kann ja sagen, pro Part immer ein Sim zu erstellen, wie auch immer. Gut, beim anderen Sim geht wahrscheinlich schneller. Wir haben ja auch Kleider. Das ist zum Beispiel im Sims 4 mein Favoritenkleid, würde ich mal sagen. Und das nehmen wir auch für Hannah. Aber erstmal gucken wir hier nochmal durch. Bei Origin kann man das jetzt kostenlos testen. Oh, sowas habe ich auch zu Hause im Schrank. Das habe ich auch im Schrank. Einmal in Weiß und in Grau. Nice. Wie schick. Ah, das geht so. Das geht so. Obwohl, in Blau war es gar nicht so schlecht. Huch. Kommen wir mal zu den Hosen. Da haben wir nur eine davon. Röcke haben wir ja auch. Auch natürlich in verschiedenen Farben. Hier haben wir sogar auch in Pink. Mit Rosa. Mit Pailletten. Auch schön. Kommen wir zu den kurzen Hosen. Ist aber auch schick. Ich werde auf jeden Fall diesen Favoritenkleid nehmen, den ich euch gezeigt habe. Hier haben wir noch eine schöne Hose. Die sieht aber wirklich geil aus, ne? Die können wir aber auch Hannah auch geben. Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch eine mit Schlag. Oder nur Unterhose. Ja, ich würde eher sagen, wir nehmen das Favoritenkleid. In Beige. Kann man die Mütze auch in Beige machen? Ah, geht ja nur so. Nee, lassen wir mal weiß. Gehen wir mal bei Accessoires. Hier haben wir sogar die Brillen. Ja, Kette habe ich ja schon. Brille wollte ich eigentlich nicht. Schminke ist ja klar. Hier sind aber noch andere Accessoires. Können wir sogar wie auf der rechten und auf der linken Seite ein Armbändchen tragen. Finde ich auch nicht so schlecht. Oh! Und Ringe. Na gut, bei Sims 3 konnte man auch Ringe tragen.
Hier sind die ganzen Leggings. Und Söckchen. Mhm. So, trägt irgendwas Blaues. Das ist ja blöd, muss man mal gucken. Ich nehme einfach nur das. Weiß. Das auch in Weiß, so. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen. Flipflops, Sandalen. Oh, natürlich viele Schuhchen. Hm. Dann nehme ich mal die Schuhe. Wir haben auch schon mal unsere Anna erstellt. Natürlich haben wir hier noch mehr. Jeweils schönes Kleidchen, würde ich meinen. Die Schuhe passen genau dazu. Ah, die Frisur können wir wieder ändern. Ganz kurz, nee. Und Ohrringe können wir jetzt endlich mal sehen. Richtig schön gemacht worden. Das würde ich eher nehmen. So. Sportkleidung. Frisur auch wieder ändern. Machen wir mal das. Ah! Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Wow. So. Sportschuhe passen auch dazu. Abendkleidung. Nur mal das. So. Nein, nein. Haare ändern wir auch mal wieder. Und Ausgekleidung. Ja. Da gab's doch auch Strick hier. Nehmen wir mal das. Ein Schwarz. Da. Strumpfhöschen. Da. Perfekt. Das ist unsere Hanna. Ach so, ja. Jetzt müssen wir das noch ändern. Ah. Sportlich Natur. Wissen. Ah, sie war ja Sängerin in der Sims 3. Ach komm. Mama. Meistermixerin, so sie ist eher fröhlich. Oh, oh shuffle it, shuffle it. Oh.
ordentlich. Ja. Kann ich gleich reinschreiben. Gespeichert habe ich sie schon mal drin und dann kann ich euch mal zeigen, wie viel ich hier noch drin habe. Meine. Oh, und dann werde ich sie auch noch. So. Ach, die habe ich vergessen. So. Das sind hier meine Sims, die ich erstellt habe. So, ich sein hier bei den beiden. Einmal ich mit meiner Freundin, ich mit meinem Freund und ja. Das sind halt soweit die Seiten. Wenn ich auf Home gehe, sehe ich hier die ganzen Neuigkeiten, was ich erstellt habe, was meine Freunde erstellt haben oder die ich als gefolgt habe. Ja, dann werde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.